Ah, cool. Was fänden Sie schlimmer, Buckel? Mit allen anderen zu sterben oder der einzige Überlebende zu sein? Das Textlock hat er mir natürlich liegen gelassen. Ne? Sondern vor dem Tod nichts bewegt zu haben. Sie sollten es jetzt bis hoch zur Spitze des Kommandoturms schaffen, Isaac. Wenn Edwards in der Nähe ist, werden Sie ihn dort finden. Und kein Geheimversteck. Okay. So, gerade haben wir meine Stase voll gemacht. Und, du hast das Ding nicht mehr benutzen. Und du hast mir das Textlog überlassen, ja? Ja, dachte ich so. Dann, ja. Ja, das ist ja charmant von dir. SCIF ISC 31024, CMS Terra Nova, bla bla. Habe Albträume wegen Kriegs. Fühle mich innerlich tot, aber ich atme noch. Und das zählt, oder? Habe Adern das Stromgewehr. Ach so, habe Adern des Stromgenerators vertauscht, um die Schwerkraftpads zu übertakten. Die Falle ist gelegt. Wie lange werde ich noch warten müssen? Kommt und holt mich! Ja, sind wir ja gerade unterwegs. Boah, du siehst voll evil knievel aus. Echt, oder? Mega cool. So, wo müssen wir jetzt lang? B sagt, wir müssen hier durch den Fahrstuhl wieder zurück. Oh, schade. Ich wollte das Ding da aber gegen fetzen. Mach doch! Oh, ich habe mein Handy gerade im Mülleimer versenkt. Oh. Das ist natürlich klug. Kommt mal vor. Aber gut. Jetzt. So, ja, sorry. Ich benutze den Fahrstuhl einfach ohne dich. Nee, kannst du nämlich gar nicht. Den Fahrstuhl kann man nämlich nur zu zweit benutzen. Genau. Das ist wohl eine Sicherheitsmaßnahme auf diesem Schiff. Ja. So, wo sind wir jetzt? Oder fette Leute können das auch alleine. Genau. Aber man bedenke, dicke Frauen dürfen keinen Alkohol trinken. Vor allen Dingen kein Wodka. Das steht auf den Wodkaflaschen nämlich immer drauf. Da ist ein Bild von einer dicken Frau und die ist dann durchgestrichen. Genau. Das bedeutet, dicke Frauen dürfen keinen Wodka trinken. Mm-mm. Guck zu Hause mal nach. Genau. Storage Unit. Wir sind nicht zufällig gerade an der Bank vorbeigekommen. Warte mal. Nee, ist vor uns irgendwo. Weil wenn wir den Typen abholen können, dann sollten wir das natürlich mal tun. Verdammt. Du blockierst die Leiter. Braucht mehr Platz. Wo wir gerade beim Dicksein sind. Ja, genau. Jetzt brauchst du mehr. Warum brauchst du jetzt mehr Platz? Nee, wird blockiert von mir, glaube ich. Oder ja, so. Bei mir stand gerade eben, Partner braucht mehr Platz. Ach, hier vorne ist, glaube ich. Keine. Oh, WTF! Was machst du denn da? Oh, WTF! Meiner ist tot. Meiner auch. Gut. Bist du noch unten? Nein, ich bin oben. Ah. Da bist du. Gar nicht. Ich will eine Bank haben. Hä? Ich habe hier noch einen Room. Ja, den haben wir aber gerade schon aufgemacht. Achso, aber da war gerade nämlich so ein Tier drin. Oh, was? Ich bin unten. Ich eile. Ich hatte gerade einen Infarkt. Ah, hier müssen wir durch, um zur Bank zu kommen. Ich habe die Bank gefunden. Wie niedlich. Ich finde ihn voll süß, den kleinen Kerl. Ey, so. Steht meiner hier auch? Müsste eigentlich. So, dreh mein Chattenmodul, Platine. Sucherbot ist zurückgekehrt. Oh, ah ja. Das war ganz nett. Ganz nett. Ich muss nämlich eine neue Tor-Q-Stange aus Wolfram herstellen. So, damit haben wir immer eine dabei. Zurück. Was haben wir denn im Safe? Im Safe haben wir die drei Spezialwaffen, die wir nicht verkaufen wollen. Nicht benutzen wollen. Beziehungsweise zum Ende der Story können wir die vielleicht mal benutzen. Ach stimmt, wir haben ja hier so ein Special Dead Space Ding gehabt. Genau, wenn unsere selbst hergestellten Waffen dann uns nicht lieber sind. Weil der Missionar ist schon echt übermächtig. Und böse und alles. So, komm. Mach ich jetzt.
Und... nee. Feuerrate. Plus ein Nachladen, plus ein Feuerrate. Oder... Nachladegeschwindigkeit. Achso, ist... der gleiche dabei. Okay. So, zurück. Und jetzt bin ich ganz eingewitzter und gehe zurück durch diese Tür. Weil hier ja irgendwo genau der Punkt war. So. Wo? Hier? Genau da. Ah ja. Ist ja crazy. Der ist voll süß, der kleine Kerl. Oh. Ja. So, ich bewerfe ihn jetzt mit Tape. An Wall-E. Kann ich nicht. Ja, irgendwie genau. Gar nicht, aber irgendwie trotzdem. So, auf zum Ziel. Dafür müssen wir hier drüben hoch. Ha, schneller. So. Jetzt hätten die an der Spielmechanik so ein bisschen besser machen können, ne? Was denn? Die Leiter. Ach so. Ja, komm, das ist aber das erste Dead Space, bei dem man Leitern benutzen kann. Ach, tatsächlich? Ja, das ging in den ersten beiden Teilen nicht. Wo wollen wir denn hin? Weiß ich nicht. 1, 2 oder 3? Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Keine Ahnung, gucken wir mal. Die 3 gedrückt. Wir wollen. Ja, im Grunde wollen wir ja ganz nach oben, ne? Ja. Dürfen, Dürm, Drüff. Er will das nicht. Ganz nach oben an die Spitze. So, und wir sind auch richtig. Guck mal, da sitzt einer. Bei mir liegt der da unten. Ich hab ihm gerade den Kopf. Ohne Kopf. Ja, den Kopf habe ich ihm gerade abgeschossen. Ja, bei mir liegt der da schon länger. Glückwunsch, du hast mich gefunden. Ganz schön dämlich, was? Ich wollte nur leben. Und jetzt, da ich der einzige Überlebende bin, ist es mir scheißegal. In all der Zeit, in der ich allein war, ist mir bewusst geworden, dass Sam recht hatte. Ich bin ein fauler Sack, der nie was für sein Team getan hat. Okay. Team. Wenn ihr mich jetzt hören könnt, das hier ist für euch. Ey, toll. Was für ein Teamdienst, sich in den Kopf schießen. Juhu. Das ist super, oder? Ja, ganz, ganz toll. Ach, fuck, ich habe das Gefühl, dass sie gleich schon wieder... Oh ja, ich sehe schon. Wir können hier hoch. Ja. Hier ist ein Fahrstuhl bei mir. So, gucken wir mal, was uns hier so erwarten tut. Oh, dafür brauchen wir eine Karte. Haben wir die Karte? Mist. Der Vorratsraum scheint abgeschlossen zu sein. Ich gehe mal suchen. Das könnte bei seinen Habseligkeiten sein. Oh, ja, und ich bleib da mal hier oben. Hier gibt's bestimmt irgendwo bei ihm hier. Muss mal drauf treten. Da ist noch einer. Ich sammle mir derweil ein Arsenal zusammen. Was für ein Arsenal? Womit das denn? Stasi-Kanister. Anderen Dingen. Andere schöne Dinge. Ja. Seinem Kopf zum Beispiel. Nee, kann ich nicht aufsammeln. Schade. Hallo? Karte? Was? Karte? Ich suche immer noch die Karte. Wie ist da vorne bei seinen Habseligkeiten? Wie in dem Blog gerade gesagt. Da? Da vorne? Da, wo ich hinschieße? Ach, hier unten? Ja. Nö. Oh, verdammt. Ich komme mal runter. Das ist ja, Rey Mysterious. Warte mal, was? Ja. So. Das ist echt nett hier. Es sind doch seine Habseligkeiten. B sagt, wir müssen hier raus. Vielleicht müssen wir doch erst in den zweiten Stock. Ja, okay. Gehen wir in die 2. Oh ja. Das ist ja eine Jagdschnitzel. Und Textlog. Ich lese, ich verlese. Gav ISC, bla bla bla, Terra Nova, bla bla, persönliches Log, Lieutenant Edwards. Was haust du da alles kaputt? Kram. Okay.
Achso, Lieutenant Junior Grade Chuck Sikorsky hasste Country-Musik. Ging mir elendig auf den Wecker. Ein besserer Mann, als ich es je war. Commander Valerie Dietz. Zu ernst, süßes Lächeln. Warum sind wir uns nie näher gekommen? Tut mir leid, dass ich dich umgebracht habe. Oh. Lieutenant Commander Sam Kettle. Arbeitswütiges Arschloch. Der Beste von uns. Ich wünschte, wir wären Freunde gewesen. Okay. Hat er die Leute hier bewertet? Hier haben wir die Schlüsselkarte. Haben wir noch was Tolles irgendwie? In der Dusche vielleicht? Oder? Oh, da ist noch irgendwas. Ja, und zwar sind das Altmetalle. Da haben wir Somatgel. Oh! Oh, nee, doch nicht. Das ist Stase. Liegt hier vielleicht noch irgendwo was in den Betten? Ich habe hier noch einen Munitionsclip, aber ansonsten... Nicht mehr? Vibriert hier mein Mobiltelefon. Oh. Das habe ich gerade eben auch ignoriert, aber dann... Ja, aber du bist hier heute aber auch besonders wichtig, muss man sagen. Ja, das stimmt. Heute bin ich voll Fame, aber in der Aufnahme würde ich trotzdem gerne mein Telefon ignorieren. Aber dann wurde ich auf Festnetz angerufen und meine Mutter zum Werkzeug der Kommunikation gemacht und hat mir deswegen das Telefon gebracht. Ja. Ja. Egal, komm. Jetzt können wir hier hoch. Ich frage mich, wann die Viecher kommen. Wahrscheinlich in dem Moment, wo wir versuchen, diese Tür hier zu aktivieren. Hallo? Jo. Komm, jetzt mach das. Und jetzt das. Und die Tür geht einfach auf. Okay, Lager. Komm. Ui. Stuff. Einfach ganz schnell E drücken. Plus ja, einen Schaden, plus einen Nachladen. Medizinische Hilfe. Oh, cool, das ist ein Extra für die Waffe. Plus ein Feuerrad, plus ein Clip. Gefällt mir. Es hat gedauert, auch nie verkehrt. Ich verstehe jetzt, warum wir nicht am Leben bleiben durften. Wenn du das hier gefunden hast und noch lebendig bist, dann kann ich meinen Part wohl endlich erfüllen. Computer? Alle übrigen Sprengladungen zünden. Heilige Scheiße! Hoffentlich ist auf dem Song kein GEMA drauf. warte, wir nehmen das Arsenal mit. Gut. Und runter. Ach, Country-Musik. Ich mag Country-Musik. Ja, ich gehe auch gerade voll ab hier vor Mikro. Haben wir jetzt beide... Haben wir beide Stase-Kanister auf ihn aufgeschmissen? Ich glaube ja. Effektiv! Oh, ich hab den Typ einfach weggeflinkt. Ach, tot. Das vor den ganzen Zombies. Ja. Sau, du. Ach, weißt du, bei sowas bin ich einfach die Ruhe selbst. Voll cool. Ist er tot jetzt? Altmetall. Hibis Altmetall. Hibis lieben Altmetall. So. Munition und noch mehr Munition und... So, ich glaube, wir können gehen, oder? Ja, du, wollen wir mal eine kleine Pause machen? Eine Pause? Eine Pause eine mit POW. Use, wir nehmen doch erst wieder eine Stunde auf und haben ja, dann ich meine aber nur, ja, nur kurz, ich muss mich eben schnell mal um was kümmern, ich bin doch sofort wieder da. Ach so, gut, dann können wir hier natürlich gerne eine Pause machen. Dann machen wir das doch, dann, brauchen wir uns gar nicht groß verabschieden. Vielleicht sind wir noch mitten in der Folge. Auf jeden Fall machen wir sofort weiter. Genau, bis dahin.